Hallo, willkommen im Beatside-Blog. Heute möchte ich, da wir ab nächste Woche eine Gacha Classic hier zu Gast haben, noch einmal mein Low-Budget Cappuccino- oder Espresso-System vorstellen. Ihr seht hier eine Krups Novo 968, auch bekannt als Novo 2300 Plus, verfügt über ein Thermoblock-System. Ich habe die Maschine für 12 Euro über eBay Kleinanzeigen gefunden, habe noch ein paar Dichtungen ausgetauscht. Und ja, das Maschinchen funktioniert ganz gut. Siebel, 2er, 1er und ein EasyPad-System. Die Maschine hat ein Auto-Cappuccino-System, wie ihr sehen könnt, worüber wir den Milchschaum aufbereiten. Also in Summe hat mich die Maschine um die 20 Euro gekostet. Hier drüben seht ihr meine Low-Budget-Kaffeemühle, eine Braun KMM30 Typ 3045 mit Scheibenmalwerk und natürlich meinen Tamper von Motta, und zwar ein 52er. Ob man hier mit der Maschine und diesem einfachen Equipment für gerade mal, sagen wir, 50 Euro in Summe einen wirklich guten Espresso oder Cappuccino hinbekommt, will ich heute euch mal zeigen. Als erstes male ich jetzt mal hier ein bisschen mein Espresso. Ich stelle das mal auf 25 Sekunden. Ihr seht, ist fertig. Schauen wir mal rein. Ja, schaut gut aus. Das Licht ist ein bisschen schlecht, aber es geht ja weniger um die Utensilien als um einen guten Espresso. Ihr seht schon, das ist ein bisschen antistatisch aufgeladen. Das macht ein bisschen eine Sauerei, aber damit muss man wohl leben bei Preisen für 30 Euro für diese doch ganz brauchbare Kaffeemühle. So, ich werde jetzt mal das 2er-Sieb hier nehmen und entsprechend ca. 12 Gramm Espresso Pulver einfüllen und dann werden wir meinen ersten Shot laufen lassen. So, ich habe nun den 2er Siebträger mit ca. 12 Gramm Kaffeepulver befüllt, ihn auch bereits eingespannt, da die Dichtung der O-Ring des Grubsystems nicht mehr das Beste ist, bin ich beim Tampen etwas vorsichtig, ob ich die 25 Sekunden erreiche, die da immer hochgelobt werden, wie lange der Bezug dauern sollte. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber auf jeden Fall wird Espresso kommen. Schaut ja schon mal ganz gut aus. Bisschen zu schnell, aber sei es drum. Das sind ungefähr 125 bis 150 Milliliter Espresso. Die Crema schaut auch ganz gut aus. Jetzt kümmern wir uns um die Milch. Dazu werden wir hier oben mal kurz vorheizen. Ich überspringe das mal kurz. So, ihr seht, das Lämpchen ist inzwischen aufgegangen. Wir fangen jetzt mal mit dem Milchaufschäumen an und hoffen, dass wir auch einen ordentlichen Milchschaum bekommen. Ich stelle den Milchbehälter immer ein bisschen höher und gieße die Milch leichter durch. Drehe ab und an noch ein bisschen. Milchschaum lässt etwas zu wünschen übrig, aber damit ist zu rechnen. Dementsprechend werde ich das jetzt noch ein bisschen aufschäumen. Und so, ich habe jetzt mal die Milch schon mal in den Espresso getan. Ihr seht, das Ergebnis etwas mehr Milchschaum könnte sein. Sind die Sachen frisch gespült und nicht schon ein, zwei Bezüge hinter sich oder beziehungsweise wurde die Milch schon damit aufgeschäumt, dann gibt sich wesentlich mehr Milchschaum. Hier hat die Krups ruhig ein bisschen sich was einfallen lassen können, um das Milchschaumergebnis stabil zu halten.
Prinzipiell ist aber zu sagen, dass ich mit dem Ergebnis doch recht zufrieden bin. Es sieht zumindest aus nach einem Espresso. Lass uns einen kurzen Test machen. Ja, es schmeckt auch wie ein guter Cappuccino. In diesem Sinne, ich denke, der Beweis ist erbracht. 50 Euro Equipment und man kriegt zumindest einen halbwegs passablen Cappuccino für zu Hause oder auch einen Espresso. Und bei dem, was in deutschen Gaststätten angeboten wird, denke ich, dass man mit hier mit Sicherheit einem besseren Ergebnis rechnen kann, als wie wenn man einfach in der Wald- und Wiesengaststätte sich einen Espresso oder Cappuccino bestellt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.